Wie versprochen habt ihr die Challenge gewonnen mit den 100 Ja's. Und jetzt schauen wir mal, was hier drin ist. Hi Leute, mein Name ist Elias und vor ein paar Wochen habe ich eine Challenge mit euch gemacht mit diesem Buch. Da habe ich gesagt, damit ihr 100 Ja's machen sollt und ihr habt es sogar geschafft. Und jetzt werde ich mal gucken, was hier alles drin ist. So Leute, da das Video nicht zu lang werden und langweilig soll, dadurch tue ich jetzt alle Karten rausmachen und dann tue ich euch alle Karten einzeln zeigen. So Leute, und das hier sind jetzt 52 Karten und ich werde jetzt ein nach dem anderen euch zeigen. Die erste Karte ist Weble mit 60 KP und hat eine Grasenergie. Die nächste Karte ist Drampa mit 120 KP. Die nächste Karte ist Straggy mit 70 KP. Auch sehr gut, was soll ich sagen? Die nächste Karte ist Kyurem mit 120 KP und hat eine gelbe Energie. Die nächste Karte ist Masrabo und die ist sehr gut, was soll ich sagen? Die nächste Karte ist Flappel mit 80 KP. Die ist sehr gut und hat eine gelbe Energiekarte. Die nächste Karte ist Gigalikt mit 180 KP. Die nächste gute Karte ist Rayquaza V mit 210 KP. Die nächste Karte ist Duraludon V mit 220 KP. Ist sehr gut. Die nächste Karte ist Norvien V mit 200 KP. Die nächste Karte ist Leafeon V-Max mit einfach 310 KP. Sehr gut. Die nächste Karte ist Vizzini V. Auch sehr gut. Mit einer Kampfenergie. Die nächste Karte ist Lyzarnos V-Max mit einer auch Kampfkarte. Ist auch sehr gut. Die nächste Karte ist Tapu Koko V-Max mit einfach 320 KP. Sehr gut. Die nächste Karte ist Dhelmise V-Max mit 330 KP. Es wird immer guter. Ah Leute, hier ist der Schlingel. Schlaraffel V mit 210 KP. Den kennt wahrscheinlich jeden. Einfach die legendäre Schlawachel. Einfach Sander Sonder V-Max mit 320 KP und dies Rainbow einfach sehr gut. Die nächste Karte ist Gabron V mit 210 KP. Auch sehr gut. Die nächste Karte ist Grabodor V-Max mit 330 KP. Es ist einfach so gut. Die nächste Karte ist Dreferant V-Max mit 320 KP, aber auch sehr gut. Die nächste Karte ist Rayquaza V-Max mit 320 KP. So gut. Die nächste Karte ist Duraludon mit V-Max und 330 KP. Die nächste Karte ist Hisuin Visuron mit, das ist eine V-Karte mit 220 KP. Die nächste Karte habe ich von einem Deck. Mimikma EX 190 KP. Auch sehr gut. Die nächste Karte ist Regieleki V. Die kennt ihr wahrscheinlich schon mit 200 KP in meinem Video. Die nächste Karte ist Single Strike Urifu mit V-Max und einfach ein gutes KP. 330 KP. Die nächste Karte ist Corphinique V-Max mit 320 KP. Eine andere Marke, dieses Rainbow. Die nächste Karte ist Sanaconda V-Max. 320 KP. Die nächste Karte ist Vizzini V-Max 310 KP. Einfach so gut. Die nächste Karte ist Single Strike Urifu V-Max mit 320 KP. Die nächste Karte ist Medwo Vista. Einfach Vista mit 280 KP. Die ist sehr bekannt. Nächste Karte ist Rillaboom V-Max mit 330 KP. Nächste Karte ist Magnetone Visa mit 270 KP. Nächste Karte ist
Tapu Koko V-Max in Rainbow mit 320 KP. Die nächste Karte ist Metagross V-Max mit 330 KP. Die nächste Karte ist Racket Strike Urifo V-Max und insgesamt 330 KP. Nächste Karte ist Glaceon V-Max. Einfach so gut mit 310 KP. Nächste Karte ist Umbreon in Deutsch. Nachtara V-Max. Die nächste Karte ist Morpeko V-Max mit 300 KP. Nächste Karte ist Giratina V mit 220 KP. Nächste Karte ist Toxitricky V-Max. Einfach so gut. Mit 320 KP. Nächste Karte ist Lottert mit 60 KP. Nächste Karte ist Charizard V-Max in Deutsch Glurak mit 330 KP. Nächste Karte ist Flareno V-Max mit 320 KP. Die nächste Karte ist Alcremie V-Max mit 310 KP. Die nächste Karte ist einfach Glurak V-Star mit 280 KP. Einfach Glurak. Die nächste Karte ist Zazuzelt mit V-Max. Und sehr gut. Auf jeden Fall 330 KP. Die nächste Karte ist Ditto V-Max mit 320 KP. Sehr gut. Die nächste Karte ist wieder Glurak, aber diesmal V und 220 KP. So Leute, jetzt kommt die letzte Karte und seid mal ehrlich, wenn ihr an Pokémon denkt, ihr denkt wahrscheinlich als erstes an Pikachu und ich habe die V-Max Art, die ist auch sehr gut, mit 310 KP. So Leute, und wenn euch das Video gefallen hat, tut liken und abonnieren und teilt das Video so oft wie es geht an eure Freunde, wo Pokémon Interesse haben, dass wir eine große Community werden. Bis zum nächsten Mal, haut rein Leute und ciao.